So, meine Freunde, herzlich willkommen. Hier hinten machen wir gerade noch einen Akkutest. Und solange der läuft, schauen wir uns hier doch noch was Feines an. Na, was haben wir denn hier Tolles? Von der Firma Otter. Otter Messer Mercator Groß. Zweimal rostfrei, rot. Die haben so schöne alte Kartons, ne? Eckige Tackernadeln dran, ne? Das totale Gegenteil von Umarex Walter Messer, die ja gigantisch verpackt sind, ne? Das ist hier wenigstens alles ökologisch, ökonomisch und nachhaltig, ne? Damit kannst du im Notfall den Ofen anzünden, ne? Schön noch ein Ballistol-Tüchchen dabei und dann hier nochmal in so einem schönen alten Packpapier eingewickelt. Kommt zum Vorschein ein schönes, rotes, großes Mercator. Hier steht noch drin, leicht zu erkennen, Mercator Germany. Sehr schmaler Backlog-Folder, ne? Feine Geschichte, nimmt überhaupt nicht viel Platz in der Hosentasche weg. Schöne Nagelrille, hervorragend, geht sehr leicht auf und verriegelt bombenfest, ne? Der Stahlkasten hier wird schön reingebogen, schwere Nieten rein. Hinten eine Feder, Backspacer, noch hier so ein schöner Anhänger für so eine Kette zum Beispiel, da verliert man nicht, ne? Schöne große Klinge, ne? Das sind so 9 cm Klingen, schön scharf, es ist die rostfreie Variante, was haben wir hier draufstehen? Germany und Solingen, und hier drüben Mercator Stainless. Tja, zu dem Klassiker davon, das schwarze mit der Katze drauf, das K55K. Mit der Carbonklinge werde ich mal ein Video drunter noch verlinken. Der Stefan Schmalhaus hat es mal schön beschrieben, die Geschichte des ganzen Messers. Hervorragend. Ja, das sind so richtig robuste, noch günstige, gute Solinger, klassische Solinger Messer. Ne? Schön. Ottermesser GmbH, Solingen, www.otter-messer.de. Solche Pflegehinweise für den Kohlenstoffstahl, hier rostfrei. Sehr schön. Naja, wir legen ja gleich noch ein paar Ballistol-Tüchchen dazu. Kann man erstmal die Klinge schön sauber machen und ein bisschen ein Ölfilm ist auch gut für eine rostfreie Klinge. 100% rostfrei sind die ja nicht, eher so rostträge, aber. Wenn man zum Beispiel die alten Victorinox anguckt, die schon seit Jahrzehnten bei uns zu Hause im Einsatz sind bei euch. Ja, die rosten nach Jahrzehnten auch noch nicht. Oh, ja, mal auch eine schöne Variante. Matt schwarzer, und das hier so mehr rot-metallic ist. Haben wir hier ein schönes matt schwarz. Ja, wieder Mercator Stainless. Germany Solingen, also ein richtig schöner Ölfilm drauf, ne? Die Dinger sind brandneu, schön scharf, robust alles, da sitzt alles, da wackelt nichts, ne? Und ein super schmales Heft, ne? Gerade mal messen, das kann natürlich wirklich in jede noch so enge Jeanstasche. Was haben wir denn hier? Messen wir nur mal hier am Stahl hier vorne etwas über 6 mm. Gehen wir mal hier aus 2 Nieten, da sind wir bei 8 mm. Ne? 6,27 oder hinten 6,5. Ja. 6,5 mm. Das ist natürlich schon verdammt schmal. Wenn ich hier mein Tinker Small in der Hosentasche, das ist 13,85, ne? Da ist natürlich so ein Teil schon verdammt schlank. Das ist sogar noch dünner als ein Kadett. Sehr schöne, unverwüstliche Messer, diese Mercator-Modelle. Auch für große Hände, ne? Man sieht, für einen Finger passen auf den Griff. Nicht schlecht. Schöne Messer, immer wieder ein guter Rauch-EDC-Tipp, vor allem
günstig, robust, zuverlässig und hat schon so ein bisschen einen klassischen Touch. Da gibt es jetzt natürlich auch ganz moderne Ausführungen, aber hier so ein klassisches in Schwarz oder in Rot. Oder das andere Modell noch mit der Originalkatze drauf, ne? Ist auch schön. Okay, Leute. Link hänge ich mal drunter von Ottomesser. Kann man direkt bei Otto beziehen. Gibt aber sicher noch genug andere Shops. Okay, Leute. Ich sage danke fürs Reinsehen, Kommentieren. Heute mal ein klassisches Unboxing von klassischen Messern. Also, was macht unsere Akkugeschichte? Die läuft noch. Und dann trinken wir so lange unseren Kaffee leer. Und euch wünsche ich jetzt noch einen schönen Tag. Und habt immer ein gutes Taschenmesser griffbereit. Okay, Leute, bye bye, ciao, macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Hilbidi.